So. Plan in diesem Zug, die beiden Zivilisten hier zu retten. Dafür müsste ich einen Soldaten sowas von beschissen völlig frei und blank platzieren, was natürlich gar nicht geht. Was absolut gar nicht geht. Sechs Zivilisten retten. Alter, wisst ihr, wie knüppelhart das wird? Ich denke fast, wir sind jetzt schon zu schlecht. Zu langsam. Aber wir müssen halt einfach, wenn wir alle Gegner ausschalten und die ganzen Zivilisten noch da sind oder noch mehr als fünf dann am Ende da sind, dann haben wir es ja auch automatisch geschafft. Die zählen ja dann natürlich als gerettet. Ich habe halt nur keinen Plan, wie viele Gegner hier noch auf der Map rumhuschen. Es ist immerhin volle Deckung. Geh da mal hin. Das finde ich ja schon mal wieder gar nicht so schlecht. Grossel, bitte mal hierhin. Copy that. So, was mache ich mit dem Snipey Snipe Snipe? Auf keinen Fall will ich ihn hier unten platzieren. Auf jeden Fall steht er hier zu weit weg. Verzwickte Situation. Aber ich denke, um ihn dann auch mal nach hier holen zu können, also um ihn dann auch hier auf die erhobene Position zu kriegen, werde ich ihn wohl erstmal nach hier ziehen müssen, ne? Zwangsläufig. Machen wir also auch mal. Die Aliens konzentrieren sich ja in solchen Missionen, also ich meine zumindest, es war im ersten Teil so, konzentrieren sich tatsächlich primär auf die Zivilisten. Nicht auf uns, glaube ich. Haben wir ja im ersten Zug auch gesehen, oder im zweiten, oder wie auch immer. Als, ja, erst die Zivilisten angegriffen wurden. Aziki Fofana. Sechs Zivilisten sind noch da, von denen müssen wir noch drei retten. Ich glaube auch. Ich glaube auch, Freunde. Ich sehe das noch nicht. Bin ich zu zaghaft? Ich sehe leider auch, nirgendwo jetzt gerade aktuell, da ist ein Zivilist. Also man muss hier echt dieses krasse Risiko gehen. Boah, ich muss das nochmal abspeichern. Ich habe hier natürlich jetzt am Anfang der Mission keinen Speicherstand gesetzt. Das ist nicht so klug gewesen. Das sollte ich mir, wie gesagt, unbedingt angewöhnen. Ich muss jetzt auch einfach mal testen, ob wir, wenn wir hier stehen, ob wir sie dann auch retten. Theoretisch ja. Praktisch weiß ich das nicht. Deswegen, im Zweifel laden wir neu. What the fuck? Nein, die war die reanimierte Zivilistin. Wir hatten bereits Gerüchte über Geschleitwandler gehört. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies. Wenn wir sie nur festhalten könnten. Denken Sie nicht mal drüber nach. Hallo?
Ja. Das ist wohl das Ende von Herrn von Bödefeld, befürchte ich. 68% treffen lassen die sich aber offensichtlich ganz gut. Gesichtsloser. Knall ihn ab. Na, immerhin ist er halbtot. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwie noch ganz tot in diesem Zug. Das wäre gut, denn hier sind noch zwei Zivilisten. Da ist auch noch ein Zivilist. Irgendeiner davon ist bestimmt noch ein Gestaltwandler. Das würde ich ja fast wetten. Also richtig riskant. Wie kann ich denn ihn angreifen? Das muss ich erstmal mit F5 abspeichern und ausprobieren. Ich kann doch nicht so weit rennen und ihn angreifen. Geht doch gar nicht. Nee, kann nur mit der Waffe feuern. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich aber auch gerade gemeint haben, ey. Ich würde halt gern schon ein bisschen vorrücken und dann schießen, aber ich habe das irgendwie die Befürchtung, dass hier die Trefferwahrscheinlichkeiten sehr viel geringer sind. Letzter Schuss, er muss in der nächsten Runde auf jeden Fall nachladen. Target down. Jo. Target down. Da hast du wohl recht. Got it. Moving. Einer weniger. Okay. Huch. Das lief jetzt gar nicht so schlecht. Spiel speichern. Söchen. Drei von fünf. Oh Gott. Die beiden in der Runde wäre wichtig. Und 100 pro ist einer davon ein Gestaltwandler. 100 pro. Hundertprozentig. Ich denke, wenn ich hier stehe, wird es nicht reichen. Pass auf, das ist jetzt mal ein kurzer Test, wie weit die Befehlsreichweite ist. Klicken zum Anzeigen, Ausblenden der Befehlsreichweite. Also ich kann sie hier nicht wirklich... Es tut sich nichts. Ich muss es mal, also F5. Und da muss ich mal probieren, was hier passiert. Ja, wie zu erwarten war. Und einmal F9. Ich möchte natürlich versuchen, ich habe das auch im ersten Teil schon versucht, man könnte hier natürlich mit F5 und F9 jeden einzelnen Zug, jedes einzelnen Soldaten absichern und auch neu laden, wenn es nicht so läuft, wie man das möchte. Aber das ist ja langweilig.
Ich möchte natürlich versuchen, so wenig wie möglich neu zu laden. Das war jetzt natürlich in dem Fall mal ein Test. Wir könnten auch hier hin, dann hätten wir den schon mal gerettet. Okay, I'll go. Get out of here! 4 von 6. Allerdings habe ich ein sehr großes Problem damit. Hier ist noch ein Zivilist. Wie der Zivilist hier platziert ist. Ich muss das Risiko gehen. Ja, ich muss erstmal hier hin, um den Zivilisten zu retten. Das ist ja noch im blauen Bereich. Oben auf dem Dach ist noch einer, habe ich gerade gesehen. So, wie komme ich... Mit einem komme ich auch hier hoch noch. Wenn das natürlich jetzt ein Gestaltwandler ist, eieiei, Heidewitzka, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann haben wir ein Riesenproblem. Scharfschütze mal nach da. Ich hoffe jetzt, dass die Aliens, die noch da sind, sich vielleicht auf den Zivilisten da hinten konzentrieren. Das heißt, wir opfern quasi diesen einen, zu dem wir wahrscheinlich ohnehin nicht rechtzeitig hinkommen würden. In der Hoffnung, dass es für uns reicht, in der nächsten Runde hier oben den mitzunehmen. Vorausgesetzt, das ist kein Gestaltwandler. Das wäre natürlich... Oh oh. Shit. Shit trifft's ganz gut, finde ich. Kann man so beschreiben. Wer kann denn überhaupt noch was machen? Russell. Ich glaube, dich packe ich lieber in volle Deckung. Ja, 35% ist halt nicht so toll. Okay, ihr beiden könnt noch ziehen. Verfluchte Scheiße. Er hat auch nur halbe Deckung hier oben. Immerhin blockiert er den Weg nach oben. Auf der anderen Seite glaube ich, fast, dass das irgendwie sein Todesurteil ist. Ich meine, er hat hier oben auf jeden Fall einen guten Bonus. Er muss ja nachladen, ne? Das heißt, ihn kann ich ja sowieso irgendwie in volle Deckung verfrachten. Schon mal ein bisschen näher ranbringen und dann muss er ja nachladen. Mit der Granate komme ich da hinten noch nicht hin. Glaube ich. Gucken. Probieren. Nee. Das wird nichts. Oh, das wird jetzt lustig. Achso, Grossel kann ja noch ziehen, glaube ich, ne? Oder hab ich... Ja. Dann wird's erst gleich lustig. Was mache ich denn mit dir, mein Freund? Ich bring dich hier hinten in Deckung. Muss ich machen. Das wird das Ende sein von Grossel. Er ist markiert. Er wird jetzt auf ihn feuern. Ja. Help! Now, damn
Ja, und was machst du jetzt so? Einen wegholzen. Ja. Passiert zum einen, wenn man am Anfang das Medikit vergisst. Und zum anderen, das ist bestimmt ein Formwandler. Pass auf. Nein. Okay. Toll, ne? Jetzt müssen wir nur noch. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie drei Aliens ausschalten, die alle schon wissen, wo wir sind und überhaupt und sowieso. 22% ist natürlich auch richtig gut. Jo, ich sehe Probleme auf uns zukommen. Ich möchte meine Soldaten evakuieren. Ich will hier weg. Ich mag nicht mehr. Das ist doch scheiße. Ja, ich treffe ihn auch mit der Granate nicht. Ist ja irgendwie auch irgendwo auch logisch. Und hier hinten sind irgendwo noch zwei Soldaten. Ja gut. Also für ihn wird sich das auch erledigt haben, bin ich mir fast sicher. Also für unseren Grenadier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das hier irgendwie überleben wird. Nur, dass der unten sich bewegt und jetzt. Ja, natürlich. Fuck. Fuck. Habe ich schon Fuck erwähnt? Entschuldigung, das sagen zu müssen, aber die Zivilisten sind mir gerade scheißegal. Kofi Farisani, es tut mir leid. Oh gut, bei ihm ist die Panik entfernt. Was mir aber irgendwie auch nicht glücklicher macht. So. Hä, warum bitte? Kann ich den nicht treffen? Oh Mann, ey. Hier flankiere ich ihn. Sehe ich das richtig? Ist die Anzeige korrekt?
Ach, Freunde, das wird ein Heidenspaß, den letzten Alien noch irgendwie zu erwischen, ohne dass er uns einen Soldaten killt. Und hier kann ich jetzt nur hoffen, dass ich 3 Schaden mache und nicht nur 2. Oder wir gehen hier einfach voll auf Nummer sicher und ballern ihm noch eine Granate rein. So, jetzt strippt der hier noch mit seinen 3 Lebenspunkten rum. Was macht der? Was hat er gemacht? Mensch, Grossel! Wunderschön, dich hier wieder zu sehen. Ein Traum. So, Panik entfernt. Das heißt, jetzt müssen wir ihn eigentlich erwischen. Eigentlich. Oh Gott, er hat keine Munition mehr. Nee, den. 40% ist auch mächtig viel. Er kann auf jeden Fall nochmal feuern. Also. Na, wobei, ich habe gerade schnell gespeichert. Ich erstelle mal noch einen normalen Spielstand. So. Moving to position. 74%, wir müssen es probieren. Er ist auf jeden Fall tot, wenn wir ihn treffen. Wir treffen aber, glaube ich, nicht. Doch. Target eliminated. Menace 1-5, Status bestätigt. Wir außen keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Grossel, es war mir eine Ehre, mit dir gedient zu haben. Wir haben einen richtig guten Soldaten verloren. Leider. Die Stimmung ist getrübt, verständlicherweise. Es hätte sicherlich besser laufen können, wenn uns ein Soldat stirbt, hätte es immer besser laufen können. Es hätte aber auch, müssen wir ehrlicherweise mal sagen, um es mal wieder ein bisschen von der emotionalen Ebene auf die sachliche Ebene zu hieven, hätte es auch deutlich, deutlich schlimmer laufen können. Es hätten einige Moves auch deutlich in die Hose gehen können. Also sind natürlich auch wieder einige in die Hose gegangen. Einige Trefferquoten, die nicht so prickelnd waren. Ich glaube, es hat sich in der Mission die Waage gehalten. Also von Schüssen mit geringerer Trefferquote, die ich getroffen habe und die auch daneben gegangen sind. Optimal war das sicherlich nicht, aber ihr wisst auch, dass ich kein absoluter Profi in Sachen Rundenstrategie bin. Also, das weiß ich zumindest von mir. In Fire Emblem mag das vielleicht so ausgesehen haben. Fire Emblem hatte ich aber auch vorher schon wirklich oft gespielt und wusste halbwegs, was passiert und worauf ich mich einlasse. Das weiß ich hier halt nicht. Und das macht immer nochmal, gerade bei Rundenstrategie, macht das immer nochmal einen großen Faktor aus, ob du weißt, was ungefähr passiert. Also natürlich sind die Züge immer andere, auch die Gegner machen. Aber man weiß halt halbwegs, wie die Map aussieht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, also da ich Fire Emblem vorher, wenn man etwas privat spielt, so ist es bei mir zumindest ohne Kamera, dann ist man auch ein bisschen aufmerksamer. Und Fire Emblem halt irgendwie 1,5 Mal privat durchgespielt und dann ist man in den Mechaniken auch besser drin. Ich habe das Gefühl, also ich selber bei mir, dass ich die Mechaniken in Fire Emblem besser verstanden habe, auch besser anwenden konnte, als ich die Mechaniken in XCOM anwende oder noch anwenden kann. Vielleicht wird das ja besser. Es ist im ersten Teil aber, wenn ich jetzt mal ehrlicherweise darauf zurückblicke, auch nicht wirklich besser geworden. Ich bemühe mich aber, dass es hier besser wird. Und jetzt befördern wir erstmal unsere beiden Soldaten, die sich das tapfer verdient haben.
So, jetzt haben wir hier die große Qual der Wahl. Entweder einen Sprengstoffexperten oder einen schweren Schützen. Sprengschutz. Deine Rüstung verfügt über zusätzliche Polsterschichten und Sprengpanzerung, die einen zusätzlichen Rüstungspunkt und um 66% reduzierten Schaden durch Explosionsangriffe einbringt. Das heißt, statt 3 Schaden, wenn ein Auto explodiert, nur noch 1 Schaden, wenn ein Auto explodiert. Und zerfetzen. Deine Kanonenangriffe zerfetzen Rüstungen. Wollen wir mal auf... Ich weiß nicht, ob das dann noch tankier wird. Sprengschutz klingt irgendwie schon interessant. Zerfetzen klingt halt auch ganz cool. Ich glaube, ich nehme aber bei Lupus mal den Sprengschutz. Ja, komm, machen wir mal. Ich meine, ich muss es ja ausprobieren. Klar, gebt ihr mir immer hilfreiche Tipps und ich befolge die auch. Und aber ein bisschen was muss ich auch immer noch selbst rausfinden. Unser Sniper kriegt den Distanzschutz. Erlaubt Feuerschutz mit Truppsicht auszulösen. Ist auch gut. Feuer erwidern. Wenn du unter feindlichem Beschuss stehst, feuerst du einmal pro Runde automatisch mit deiner Pistole zurück. Ich denke, den Feuerschutz... Also Feuerschutz mit Truppsicht schön und gut, aber Feuerschutz werde ich wahrscheinlich beim Sniper hauptsächlich mit der Pistole machen, weil mir einfach einer von meinen 3 Schuss mit dem Scharfschützengewehr dafür einen Feuerschutz in den meisten Fällen zu schade ist. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Feuer erwidern irgendwie ein bisschen mehr Sinn macht. Irgendwer hat da auch geäußert, dass er gerne Revolverheld werden würde. Ich weiß nur nicht mehr wer. Habe ich mir das denn aufgeschrieben? Vielleicht ist es ja schon... Nö, Schwert, Fernkämpfer, Freund, Nahkampf, Ranger. Ich gucke gerade auf meine schlaue Liste. Ihr habt die Liste ja im Livestream oder in der letzten Folge gesehen. Steht aber nichts. Also hier wird es jetzt mal, wir gucken mal, Revolverheld. Also ich weiß auch nicht, vielleicht skill ich auch wirklich hin und her. Ich weiß ja nicht, wie sinnvoll es ist, wirklich einen Pfad durchzuskillen. Ich hab keine Ahnung. Boah, 3 Einsätze, 9 Kills. Also Lupus geht schon ordentlich ab. Unser Hipster-Soldat. Grussel, wie schon gesagt, es war mir eine Ehre, dich unter meinem Kommando gehabt zu haben.